Oh, was haben wir heute? Das ist eine Spaghetti-Soße und das sind Süßkartoffeln und Jackfruitsamen. Die haben wir beide gekocht. Ihr seht, ich habe sie schon geschält. Und dann haben wir auch noch ein paar Spaghetti, weil das die Arni wollte. Aber eigentlich brauchen wir die nicht, denn wir haben hier der Fantastische mit dieser wunderbaren Soße. Guten Morgen, liebe Freunde. Unsere Bekannten, die haben was von der Post bestellt, das kommt hier an und das holen wir jetzt ab. Und ja, die Arnie hat auch was bekommen. You also get something, you got the order. Das scheint hier zu funktionieren. Wenn man hier was bestellt online, dann wird das hier direkt geliefert. Und bin gespannt, ob es gleich kommt. So, das ist hier der Distributor, also der Verteiler, der hier die Sachen bringt. Und hier für die Leute. Ja, das scheint zu funktionieren. Ne? Seems that it works, ne? The distribution of the things here. Good. Hier. Schaut, wir haben auch keine Face Maske auf. Wir haben das einfach satt, die Arne auch nicht. Und this is for Trisha. Oh my God. What was it? 248? Yeah. Ja, also. Die Mädels bestellen da irgendeinen Mist im Internet. Ist aber interessant, dass es auf jeden Fall kommt. Der bringt alle möglichen Bestellungen zusammen auf einmal und kommt hier mit dem Motorrad her. Ja, ah, there was already another order. What is this? This was mine, babe. Mine is beautiful. What is yours? Ah, this shitty this. Handbag. Oh, okay. This is not handbag. Ja, diese komische, komische Tasche. Ja, was die Frauen immer alles brauchen. Ja, ich hoffe, das wird alles irgendwann mal unwichtig. Wir werden demnächst umziehen und jetzt müssen wir uns hier, jetzt schauen wir uns erstmal wieder ein paar Kontos an. Hier. Gut, das ist hier im gleichen Gebäude. Da, wo wir jetzt wohnen, das ist mir erstens mal auf Dauer zu teuer jetzt. Und dann hat der Eigentümer will auch die Miete nochmal erhöhen und das ist ein Verrückter. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Ah, nee, das können wir doch noch nicht. Ah, das hat so eine Maschine. Großer Fernsehen. Gleiches Internet. But there is no Wi-Fi now. Yes, but there is no Wi-Fi now. Have first to activate. And the bed. It's okay. But I can work on this table. Power conserving and he has two laptops at the Gamayra. No, but I have two. So, wir werden dann hierher umziehen. Ich habe jetzt gerade hier auch das Netflix eingerichtet. Hier Kabel. Und dann haben wir hier Internet und auch wieder Aircondition, schönes Schlafzimmer. Ja, das sieht ein bisschen, ist praktischer eigentlich wie das andere Apartment. Hat man hier Stühle. What is here? Ah, gut. Wichtig ist halt hier das Internet, ne? Und das kostet hier 5.000 weniger, also 100 Euro weniger im Monat. Und es hat hier auch die besseren Air Conditions, die besser kühlen, aber weniger. And how is the view outside here? Ah, zieht hier runter zum Schwimmbad. Ja, schaut mal, das ist witzig. Das ist ein super Air Conditioner. Es ist gut Echo Air Con. Babag mo ning yang ano no kay para na view tana. Ah, da. Yeah, it's working. Yeah, close. Close the. No, it's like that. So we stay here in the in San Remo. Mag-open. Hier haben wir noch mal. Das ist die Alma. When I yeah. Because they already all the oh, show we have a big mirror here also, yeah. Huh? Then you can come to clean it well, this mirror, babe. Yes. When I make movie, oh, I will clean man kann hier no, she clean.
Yeah, but first you will be the one to clean. Ah, you clean first when we will transfer, I think, in 15 or 16. 15, it's okay, babe. Yeah, good. Also, we transfer in 15. Also, am 15. ziehen wir dann hier rum. Das ist, it's only two floors down, no? Ja, nur zwei Stockwerke. Aber mir gefällt das so. Hier hat man auch Platz. There is space. Und wir haben hier wieder einen schönen großen Kühlschrank. Good fridge. Better fridge than with freezing. Ja, und hier hat man auch mehr Platz. There is more space for cooking. And so what we need is the water cooker. Oh, the caliente the house. Also. Gut. Also, das machen wir. So, da haben wir schon mal ein Problem gelöst und vor allen Dingen mal wieder 100 Euro weniger im Monat. Und hier, ich würde sagen, das Apartment hier ist sogar besser. Ja, wir haben einen besseren Fernsehen. Wir haben, ja, das Bad ist auch nicht schlecht. Es ist alles ein bisschen geräumiger hier. Sieht alles ein bisschen schlichter aus, ist aber im Endeffekt praktischer hier. Auch das Bad hat auch diese schöne Dusche. Warmwasser brauchen wir ja eh nicht, ist aber immer dabei. Und ja, ist eigentlich so ganz sympathisch. Was mir nicht gefällt, ist, dass da so ein Stockbett drin ist. Nummer 1311. Hier haben wir ein Apartment, da war jetzt gerade die Tür offen. Das hat hier natürlich einen super Balkon. Schaut mal, das ist hier zum Verkauf. Ja, hier. Und so sehen die aus, wenn die leer sind. Like this it looks when it's empty, ja? Das ist also hier, das ist schon drin, aber das Warmwasserding nicht. Und dann hier basic. Jetzt schauen wir nochmal ein anderes Apartment an. Hallo Katze. Hallo Katze, ich lese. Lazy Cat. What floor is this apartment? This is third floor now. This is building 3. Also, das ist hier im Gebäude Nummer 3. Aber ich habe mich eigentlich schon entschlossen, das andere zu mieten. Da funktioniert jetzt alles. Da habe ich jetzt auch das Netflix eingerichtet am Fernseher. Was ist denn das hier? Oh. Hier ein Blick ins Fitnessstudio hinein, das auch geschlossen ist. Ja. Ist nicht viel drin, würde mir aber zum Trainieren schon reichen, weil es Handeln hat. I think this is our view, babe. This here. Da sind wir, ne? Yeah, look, but we don't have a balcony, ne? It's strange. Wir sind umgezogen, ein günstigeres Apartment. Und die Arnie hat hier schon gekocht, ein veganes Essen. Schaut mal, jetzt ist Curry, ne? With rice und ist heiß, gut. Ah, ist eigentlich ganz schön hier, habe ich mein Büro aufgebaut für mein Trading und nutzen den Tisch, die haben unseren kleinen Tisch noch gekauft. Dieses Zimmer nutzen wir eigentlich nicht, nur als Abstellraum und dann haben wir hier unser Schlafzimmer. Und dieses Apartment kostet hier mit Strom, allem drum und dran 410 Euro. Wir haben hier auch Hochgeschwindigkeits-Internet, haben hier einen LG-Fernseher und hier diese Küche. Haben uns noch ein paar Sachen zusätzlich besorgt. Und hier ein Riesenspiegel und mein Fahrrad hat auch Platz gefunden. Ist das nicht schön?
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch, liked den Kanal oder abonniert ihn. Und bis zum nächsten Video von Arni und Uwe aus Cebu City Seaside. Tschüss!